guten Morgen. Es ist zumindest hier morgen und wir werden das auch noch am Morgen, schätze ich mal, hochladen, dieses Video. Ich hatte natürlich eigentlich was ganz anderes vorgehabt, hatte ich, glaube ich, auch erzählt. Aber nachdem jetzt eine neue Lieferung kam von einem Lieferanten, den wir schon länger im Programm haben, schiebe ich den jetzt einfach mal kurz dazwischen. Danach kommen ein paar Schleichsachen und sowas und alles. Das ist ein Dinosaurier, wie man unschwer erkennen kann. Der Firma Recur. Recur ist ein chinesischer Hersteller, den wir auch schon relativ lange im Programm haben, weil er unserer Meinung nach gute Figuren zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis macht. Ich habe jetzt einfach nur hier diesen T-Rex rausgenommen, weil Dinosaurier, T-Rex. Das sind so, naja, man kann auch einfach sagen T-Rex und jeder weiß, was gemeint ist. Weil sobald man an einen Dinosaurier denkt, denkt man an ihn, sie, wie auch immer. Wir werden ihn mal so kurz vorstellen. Wie man sieht, das ist also schon ein stattliches Exemplar. Recur war eigentlich dafür bekannt, extrem weiche Figuren zu machen. Also sprich, die waren fast so ein bisschen so schaumstoffartig. Das hat sich aber teilweise geändert. Das wird man jetzt hier auch bei diesem Dino sehen, weil der ist relativ fest. So, Tütchen auf. Dino raus. Sieht man ihn, glaube ich, auch etwas besser. In seiner ganzen Pracht mal in das Video halten. Also, es war alles sehr, hat ein angenehmes Gefühl. Er ist weicher als viele Dinos. Man sieht das hier, oder viele Figuren. Man kann das so ein bisschen bewegen. Auch der Schwanz ist etwas flexibel. Kann man, glaube ich, gut sehen. Hat natürlich den Vorteil, diese weichen Sachen brechen eigentlich nicht. Man kann mit ihnen eine ganze Menge machen. Sie halten also alles möglich. Auch noch hier den Kopf ein bisschen und hier über das Rückgrat rausgehen. Er ist aber nicht so weich, dass er sich verbiegen würde. Also sprich, dass die Form nicht halten würde. Man sieht, er hat auch relativ viele Details. Hier sind so große Adern und sowas runter. Machen wir erstmal den Check. Der Lieferant sagt, das Teil ist 32 x 8 mal 14 irgendwas. Ja. War sogar ein bisschen größer, würde ich sagen. Fast 34. Was haben wir? Wo haben wir denn seine höchste Stelle? 14? Ja, das dürfte auch hinkommen. Und weit. Ja, ungefähr. Vielleicht auch sogar ein bisschen breiter als angegeben. Also es passt. Verkaufspreis von 18,25. Also wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn man einen vergleichbaren Dino in der Größe von Schleich nimmt, ist man, glaube ich, bei fast 30 Euro. Müsste ich jetzt genau nachschauen, aber so. Steht also auch hervorragend. Nehmen wir mal weg, nachdem wir ihn aus einem Plastik befreit haben. Also man sieht, dadurch, dass es halt sehr fester Kunststoff mittlerweile ist. Hier kann man nicht drehen. Die Krallchen sind sogar recht hart. Steht wunderbar. Nase. Die Augen sind zweifarbig, so gelblich mit so einem ganz kleinen schwarzen Tupfen drin. Relativ großes Maul mit starken Zähnen. Man kann das aber hier sehen, dass es weicher ist. Man kann das ein bisschen auseinanderdrücken. Man kann das ein bisschen bewegen. Die Bemalung ist eigentlich recht gut. Blutrot. Die Zunge ist extra rausmodelliert. Das kann man gut sehen. So. Ich drehe das jetzt einfach mal so, ohne viel zu quatschen, weil die meisten interessiert das ja nur, wie so ein Dino oder dieser Dino hier von allen aussieht, besonders die Dino-Sammler. Also die Nähte sind fast nicht sichtbar. Kann man hier sehen, das ist ein Angusspunkt oder eine Angussnaht. Also sehr gut auch im Gesamtobjekt versteckt. Also wenn man ihn so stehen sieht, merkt man es gar nicht. Und man muss wirklich schon ganz genau hinschauen. So, ja, T-Rex ist ja, glaube ich, so als solches nicht viel zu sagen. Bekanntester Dino, wie ich schon am Anfang gesagt habe, hat gelebt vor
68 bis 66 Millionen Jahren, und zwar in der Oberkreide. Oder dieses Zeitalter hieß halt Oberkreide. Knochenfunde gab es in, soweit bis jetzt jedenfalls mir bekannt ist, in Nordamerika und Asien. Wobei es, glaube ich, auch wieder Streitereien gibt wegen Unterarten und ähnlichem drum und dran. Original T-Rex wurde wahrscheinlich so 13 Meter lang und hat so um die 9 Tonnen gewogen. Problem ist, man findet natürlich nur immer verschiedene Exemplare. Man kann also immer nur von den jetzigen Funden zurückschließen. Also viel mehr gibt es, glaube ich, zu dem Kleinen nicht zu sagen. Die Bemalung ist auch recht schön. Es ist so ein, tja, Gelbton mit so grauen Untertönen und leichten orange-rötlichen, aber sehr gut in der Farbe eingepassten Schattierungen. Also ist auch durch die Bemalung halt die Schattierung sehr, sehr gut gemacht. Hier am Schwanz entlang ist noch so ein bisschen rötlich gemacht. Die Unterseite ist generell ein bisschen anders als die Oberseite. Die Maulpartie nochmal ein bisschen weiter schattiert. Innen drin nicht mehr schattiert, also ist einfach rot, aber ich glaube, das ist auch okay. Das braucht man auch, glaube ich, nicht bei einem Dino in dieser Größenordnung, in dieser Qualität. Hier ist Maul, ist vielleicht ein bisschen viel Zahnfleisch, aber darüber kann man streiten. Dem einen wird das sehr gut gefallen sogar, dem anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber man muss immer es in einer Perspektive setzen. Wir werden natürlich noch weitere Dinos anschauen, besonders habe ich hier schon einige stehen von Rebor, die ja entsprechend Premium-Sachen machen. Die Größe von Rebor ist meist nicht anders. Der Preis natürlich viel höher, aber wir können dann auch in der Bemalung, dann werden wir uns die Details anschauen und dann wird man sehen, wo eigentlich da hier der Preisunterschied herkommt. Ich denke, dass er für alle Sammler eine gute zusätzliche Quelle für Dinos sein wird. Wir werden noch weitere Dinos und andere Tiere auch mal irgendwann vorstellen. Das ist jetzt nur so ein Schnellschuss. Eignet sich aber auch sehr gut zum Spielen, weil, wie gesagt, sehr robust. Also wenn jemand sagt, ach ja, hier mein Neffe und sonstiges halt alles, interessiert sich sehr für Dinos und ich brauche einen und soll nicht zu teuer sein, soll aber was in der Hand haben, soll nicht so schnell kaputt gehen, gute Wahl. Also man sollte ein bisschen drauf achten, weil wie gesagt, die Krallen sind mittlerweile doch recht scharf. Also es ist nichts für ganz kleine Kinder. Da ist ein kleiner Faden, den können wir einfach abziehen. Würde das also nicht machen, Rekur gibt natürlich an, Rekur ist der Hersteller, gibt an ab 36 Monaten. Ja, das Kind ist dann 3 Jahre alt. Unter 3 ist auch nicht geeignet, muss man einfach mal so sagen. Das ist nichts für wirklich kleine Kinder. Aber sonst ein hervorragendes kleines Tier. Das gefällt mir immer mehr, je mehr ich es anfasse. Ich mache jetzt auch noch einen kleinen Drehteller dazu, dass man das Ganze von nochmal von allen Seiten sehen kann. Und dann stellen wir das Video schon online. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Erstes Dino-Video. Also, Dino-Fans, es kommt viel, viel mehr. Gerade im Bereich Dinos. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die neuen Rebor-Sachen und auch auf das ganz neue Rebor mit der Würgeschlange. Wir werden das alles hier vorstellen. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen. Ich werde mich jetzt zu meiner zweiten Tasse Kaffee begeben, werde das Video schneiden und dann gleich zum Produkt reinstellen und auch auf YouTube freigeben. Ich hoffe, ich sehe euch alle bald wieder. Lasst ein Abo da, dann wisst ihr sofort, wenn ein neues Video kommt. Das nächste ist versprochen, es ist was von Schleich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.